Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Conan Exiles mit dem Browser. Hi! Hi! Und dem Native Barbarian. Hi! Hallöchen! Und dem Captain Caro. Hi! Moin, moin, moin! Ich kann Licht jetzt nicht ausmachen, ne? Ich brauche jetzt kein Licht mehr. Nee, so. Mir fällt gerade so ein, ich müsste den Server mal so auf 30, 40 Leute erweitern und dann alle MTS, ob der Proxy denn bei YouTube auch immer erst alle vorliest, so, denn er war. Fies. Und dann am Ende. Folge ist zu Ende. Genau, so bis zur nächsten Folge. Nächste Folge gibt's dann das Spiel, ne? Du wirst es ja nicht glauben, aber ich hab's bei 7 oder 8 Leuten auch wirklich bei jedem einzeln gemacht, so. Also vorgelesen. Wieso haben wir Hunde neben dem Haus? Das sind die gezähmten Wölfe, wenn da zwei Wölfe einfach nur stehen und nichts machen. Native ist hier? Native ist da. Gleich mal ein Bettchen legen, Native. Genau, mach dir eine Bettrolle oder lern den Bettenmacher und bau dir ein Bett. Ist das nicht ein Bambi? Ist das nicht ein Bambi-Proxy? Nö, das ist ein Erwachsenes. Ist schon über 18. Ist schon über 18. Guck mal hier, das ist dein Grundstück hier. Wir hatten hier gegrunzt, nach da hinten. Okay. Warte. Das wird echt eng, mein Inventar ist voll. Muss mich erstmal leeren. Hauptsächlich Nintendo und Sony. Sony, ich hatte mal einen Walkman. Nee, der Benny Black schreibt gerade, er sammelt hauptsächlich Konsolen. Ach so, er sammelt Konsolen. Ja. Dann ist er ja schnell fertig. Wieso, was? Gibt's nur so um die 20? 20 Konsolen? Du kennst dich, glaube ich, nicht so gut aus, oder? Mit Konsolen. Was für Konsolen gibt's denn? Also wenn du wirklich... Wo kann ich mich denn entmüllen? Du, PlayStation 4, Xbox 4 oder was? Nintendo 5? Sega... Zwei? Ja, aber die haben doch alle, allein Sega hat ja Master System und Mega Drive und den Dreamcast und so weiter. Gerne entweder. Ja, aber kommt man da über 20? Auf jeden Fall. Echt? Also ich glaube, du kannst dir bei YouTube ein Video angucken über die Geschichte von Nintendo und Nintendo hat um die 40 Konsolen. Was? Ja, die ja nicht alle in Deutschland unbedingt sein. Also jetzt nicht 30 verschiedene Modellvarianten, sondern richtige Generationen. Ja. Unten im Lager. Echt? Haben wir ein separates Lager. Wo haben wir denn eine Müllkiste? Oh, haben Müllkiste wir nicht. Müllkisten gibt es nicht. Hier wird alles richtig sortiert, gleich von Anfang an. Oh. Mit. Außer mit Harz. Mit. Das wird einfach so in den Trockner gelegt. SNK. Genau. Also aus Neo Geo, SNK und so weiter. Das sind alles die... Ich habe aber irgendwie ein bisschen... Hier ist langsame Leitung angesagt jetzt. Er hat ein Sekündchen gebraucht, hier den Gerber zu öffnen. Warum höre ich da draußen Wölfe knurren? Das sind unsere. Das sind deine Wölfe. Die haben letzte Mal nicht geknurrt. So. Irgendwas ist da komisch. Vielleicht brauchen die Futter? Ja, die brauchen Futter. Futter ist überbewertet für euch, ne? Komm mit. Guck mal, hier hinten ist das Lager. Wenn du hier immer stehst, hier ist, wo das Licht ist. Genau. Wo hier ganz viel Licht ist. Was haben wir hier für Pulver überhaupt? Knochenmehl. Warum haben wir so viel Knochenmehl? Kannst du immer das Wasser holen? An dem Boden? Und hier geradezu, das ist das Lager. Hier habe ich erstmal ein paar Kisten hingestellt. So, ich mache mal Fleisch kannst, hier. Kannst dich frei bewegen und kannst dir da auch frei was reinmachen. Wie gesagt, wenn es geht, nicht so sehr zumüllen, aber da werde ich rumkommen. Carajo? Ja. Bist du? Ich bin am Mitra-Tempel. Hier, dein Mega-Geschenk. Ein Mega-Geschenk? So. Yay! Wieso haben wir eigentlich nur noch 66, 77 Fell? Hat da jemand schon was gebastelt aus Fell? Nö. Nee. Wir hatten über 90. Bitte? Oh, wir hatten über 90 Fell, da weiß ich aber ziemlich sicher. Ja, das müsste doch in der Werkbank drin sein, von dem Rüstungsmacher, oder nicht? Nee, da sind nur 66 drin gewesen. Deshalb frage ich ja. Komisch. Oh, darf ich mir da die gehärtete Stahlpicke nehmen? Ja. Ja, aber die können wir noch nicht reparieren. Kannst du aber ruhig nehmen. Kannst du ruhig nehmen. Wo bin ich denn? Schwefel machen wir noch hier rein. Wir können hier Stahlwerkzeuge herstellen. Nicht gehärteten Stahl, sondern... Wieso liegen hier Gelb-Lotusblüten? Achso, das ist für Drang oder was, ne? Ja. Wo kommt das Leder hin? Was habe ich denn hier antworten? Entweder hier rein in Gerber oder in die Rüstungsmacher. Ich bin froh, wenn ich es mal kann. Ich weiß das ruhig erstmal. Benny, wir sind hier im Chill-Mode, ja? Auch gemacht, nicht... aber heute geht das nicht mehr. Zu viele Verpflichtungen und Körper wird auch nicht jünger. Ach Gottchen, war ich
Wach war ich schon über 4 Tage mal Kunden. Auch mal. Was kommt auch schon mal vor? Was? 4 Tage? Was? 4 Tage? Wegen des Sockens auch nicht mehr. Bin zu alt für den Scheiß. Genau, es gibt Müllkisten bei euch. Hast du mir schon geantwortet? Es gibt keine Müllkiste bei euch. Offiziell nicht, nein, offiziell nicht. Wo soll das Silber hin? Sind, dann hat wieder irgendjemand. Silbererz kannst du abschmeißen und mir, dann nehme ich es auf. Silbererz nehme ich gerne. Ja, die große Müllkiste hier, ist vor der dir, hinter dir. Das neben ist, dir. Das ist eine Müllkiste. Da bin ich auch nicht ganz unschuldig dran. Was? Ausrufezeichen? Wir können es ja machen wie bei Seven Days. Wir machen eine Müllkiste, die wir stellen, wir hochkant. So. Hundsekret? Hier in der Kiste, wo ich gerade bin, da kommt das hin erstmal. Was Ausrufezeichen Essen und Trinken? Warum? Hä? Was? Sollst du vielleicht was essen und was trinken oder? Nee, eigentlich das, nicht. Läuft eigentlich gut bei mir. Ob das bei uns im Bot eingestellt ist, weil viele haben das ja gerade bei Seven Days im Bot eingestellt, dass man da. So viel das Fell. Gott, die heute. Mal die hören. Vielleicht ein extra kauen. Ah, herrlich. So. Genau, 7 Days to Die, ja. Also bei mir, Eisenfaust, müsste man eher, wenn ich 7 Days to Die spiele, Ausrufezeichen in Ordnung machen. Das hier ist eine Sandsturmmaske drin, Native. Die wird nicht an deiner Stelle, aber immer bei mir führen. Genau. Ich hab meine. Dann haben wir noch eine hier dran. Dann haben wir noch eine. Naja, ist ja nicht so schlimm. Dann ist gut. Ich dachte, du hättest die mit da rausgelegt. Okay, gut. So. Dann reparieren wir jetzt mal hier Schwertchen. Hm. Äxtchen. Was, ja. Also den Karacho ging letztens einer ab bei meiner Kistenordnung. Also, als er im Solospiel gesehen hat, dass ich mal langsam anfange zu ordnen, da hat er sich. Oh. Mehr wollen wir nicht hören. Mehr wollt ihr nicht hören? Nee, das brauchen wir nicht. So, dann bauen wir jetzt mal noch ein bisschen, ne? Genau, man könnte sehen, dass er sich freut. So eine Spitzhacke oder eine Axt? Ja. Browser, rüste ihn nochmal aus, bitte einmal richtig. Moment. Sonst machst du doch jetzt nichts weiter Sinnvolles, oder? Oh, Eisen, das brauche ich nicht mehr. Ich bin einfach knallhart im Ignorieren jetzt erstmal. So. Moment. Zur Not auch noch Trinkbeutel auffüllen, das macht auch noch Sinn. Ich habe 2. An den Chat vom Karacho, ne? Bevor er die 100er Follow-Grenze erreicht hat, war der immer richtig cool. Und seitdem geht's nur noch bergab mit ihm, also. So, Stahlpickel, jetzt brauchst du noch eine Axt, ein Äxtchen. Spitzhacke? Spitzhacke ist drinnen. Warte mal, ja. Aber da zieh ich dir noch eine Verstärkung gleich drauf. Eisen. Wo ist denn hier Stahl? Stahlpick, Stahlaxt, so. Die Verstärkung. Verstärkungskit, verstärkt die Halbwehr, nein. Werkzeugverbesserungskit, ja. So. Gehen wir noch ein bisschen mit der Sichel hier sicheln. Der Eisenfaust schreibt 100 Blinde. Ja. So, damit meint er scheinbar dich, wa? Native? Ich hab noch keine 100. Ich bin noch bei 81. Ich bin jetzt bei 81. Und vielen lieben Dank dafür an allen Leuten, die gefolgt sind. Hast du, ne? Ja. Ja. Jetzt hätte ich noch eins. 100 Blinde, ey. So redet er. Was kriege ich so eine Langwaffe? Ein Speer, oder was? Ja, da gibt es doch noch andere Langwaffen. Was sind denn Langwaffen für dich? Ja, sowas wie ein Speer halt am Spieß. Ein Speer am Spieß? Mhm. Oder eine Pike. Eine Pike? Moment. Es gibt einen schönen Dreizack, aber der kommt erst später. Also, ich kann dir einen Stahlspeer machen.
Oh, gut, ja. Der ist aber eher, naja, was hatten die, 25 oder was? 30. Doch so viel, okay. Außerdem können wir ihn aufgrund des Schmiedes auf außergewöhnlich machen, dann ist er auch noch mal ein bisschen so außergewöhnlicher Stahlschwer. Der ist aber auch beidhändig, ne? Der ist auch beidhändig. Du holtest so eben was mit einer Hand oder mit zwei Poignats oder wie die heißen, ne? Nein, der Filetiermesser, die zwei. An der Wand hängen was mit denen? Die sind scheiße, weil das sind Eisenwaffen. Aha. Das sind nur DLC-Waffen. Daher. Warte, noch nicht den Speer rausnehmen. Da ziehe ich dir auch noch eine Haltbarkeits- auf den Ding drauf. Aus. So, das jetzt kannst du den Speer rausnehmen. Ich schmeiß mal deine Eisenwerkzeuge raus. Die brauchst du nicht mehr. Ich hatte gar keine Eisenwerkzeuge. Steinwerkzeuge. So, den Stahlspeer kannst du rausnehmen. Außergewöhnlicher Stahlspeer. Dankeschön. Bitteschön. Pflanzenfaser, wo brauchen wir die denn am ehesten? Der Küche. Entweder so Schleimsuppe oder. Die Küche hier drin ist voll. Irgendjemand hat die so ziemlich. Warte. Ich leg's mal draußen auf das. Mach ihm mal einen Holzhammer. Warum soll ich ihm einen Holzhammer machen? Wir müssen doch nichts reparieren. Oder? Sonst verlöst er sich. Oh, zwei Bienchen. Ich habe zwei Bienchen gefunden. So. Ah, Sandsturm. Wenn es nicht dunkel ist, hast du einen Sandsturm. Ist doch jetzt. Ja. Ein bisschen. Jetzt haben wir gleich 200 Honig. Das ist doch das Grundachecke. Das habe ich doch auch. This looks nice. Mir fällt gerade noch was ein. Das müssen wir gleich nochmal ausprobieren. Pfeile. So, hier haben wir Futter. Das Futter haben wir gleich mal weg. Apropos Futter. Ich gehe da mal nochmal die Fischfallen und Reusen da durchstöbern. Ah ja, das wäre nett, ja. Da wollte ich eigentlich oben mal hin, hab's aber. Ich hau mal noch mein Zeug hier raus, weil ich fast voll bin. Alter. Samen kann man noch hier hin machen. Nee, kann man nicht mehr, ist schon voll. Upsala. Ich nehme mal exotisches Fleisch. Die Arbeitsbienen, die brutzeln wir aber nicht über der Feuerstelle, die machen wir bei den Imker rein, ne? Sehr schön in Szene gesetzt. Bei vollster Auflösung schaut das Hammer aus. Ja, das stimmt. Der Sandsturm ist schon richtig gut gemacht. Also ich habe eine Folge, kann ich ja spoilern, habe ich in 4K und ich fand die richtig geil, die Qualität. Habe ich sie von falsch gemacht. Die ganzen falschen Ecken gemacht. Falsche Ecken? Falsche Ecken. Okay. Ah ja, das können wir vielleicht für was anderes brauchen. Ich fülle mal gerade mein Trinkschloss. Das ist die gesunde Einstellung, Benny. Follow tut keinem weh, sag ich immer wieder. Da ist es richtig. Also man soll ja jetzt nicht einfach sinnlos irgendwelchen Leuten folgen, aber So. Jetzt habe ich immer noch so viel bei Milch. Irgendwo muss ich was ablegen hier. Ich mache mal noch Wildfleisch. Hast du roh? Ich mache das jetzt braten. Braten Warum? Tue ich das, damit der Native was zu futtern hat. Wer was zu futtern? Der Native. Ach, der Native. Also der ist immer so hungrig. Der ist immer so hungrig, der Native. Ja. Ich bin noch im Wachstum. Genau. So. 22 liegen draußen im Lagerfeuer. Dankeschön. Dann habe ich auch mal gleich ein bisschen weniger gewischt. Hochlandbeeren, die nehme ich immer nicht mit. Mann, ey, warum ist es jetzt so nass? So, Trinkschlauch. Jetzt ja. Jetzt hier mal ein bisschen sortieren. So sieht besser aus. So, heiliges Fleisch, ich muss noch auf meinen Altar. Wo ist er? Der Wolf, der ist vor dem Freitor. Mann, die erschrecken aber ganz schön, die Wölfchen hier. Holy shit. Captain? Ja, bitte. Ich mal schnell zum Bauplatz. Zum was? Zum Bauplatz? Da, wo du bauen willst, oder was? Ja, wo ich bauen darf. Ja, hier, wo Kohle lege ich auch noch ab.
Kannst du mir da mal zwei Ecken setzen, wie weit das ich rausbauen darf? Obwohl, ich könnte ja mal eine Fackel machen, ne? Bis zum Ende? Oder möchtest du noch einen Rand außenrum? Nee, du kannst. Das ist jetzt dein Grundstück hier. Das ist, guck mal, das hier. Hoppala. Guck mal, von der Ecke. Alles gut, Benni. Mhm. Bis hier vorne, soweit du an den Menschen dürfen kannst, immer an hier Werbung machen. Ah, alles klar, danke schön. Also du kannst auch, wenn du willst, noch ranmachen. Um Gottes Willen, hier gibt's keine... Ich wollte nur nicht zu groß bauen. Ja, nee, du kannst auch, wenn du sagst, du willst noch größer bauen, kannst du auch größer bauen, um Gottes Willen. Dankeschön, also, Silly Philly, für dein Follow. Mensch. Ästchen. Oh, Ästchen. Wo haben wir denn hier Ästchen? Nee, Benni, nochmal zurück zum Thema. Du kannst ja gerne Werbung machen, weil wir kennen uns. Sag ich mal, ich kenne dich aus einigen Streams. Und zum anderen, du kommst hier nicht rein und machst sofort Werbung. Das ist immer ein Unterschied, ob du jetzt mal sagst, hey, ich streame und so weiter und dich da mit den Leuten im Chat im Gespräch kommst. Oder wie wir es letzte Mal einmal kurz hatten, wo jemand reinkam, der sagt, hey, kommt auf den und den Kanal, der macht Giveaways oder so ein Dreck. So. Wie kann ich sowas wieder einreißen? Lange E gedrückt halten. Ah, jetzt habe ich Ast. Dankeschön. Alter Scheiße. Oh, guck mal, und jetzt heute funktioniert es auch, Stibons. Vielen, vielen herzlichen Dank für deine Bits. Dankeschön. Vielen Dank. Unheimlich nett. Jetzt mache ich mir mal ein Licht. Super. Und heute funktioniert es auch mit den Einblendungen. Ich habe es auf dem Ohr gehabt und die Einblendungen sind auch drin. Das ging gestern voll drauf. Da war ja der Sound. Genau so ist es. Ja. Yeah. Vielen, vielen, vielen Dank. Wirklich. Dankeschön. Ja, dann kommt mal her, Wölfchen. Kommt her. Kommt her. So, kommt her. Es werde Licht. Feine Wölfe. Habemus Licht. Feine Wölfe. Habt ihr gedacht, dass der Angriff funktioniert? Hast du gedacht? Ich nehme meine Steine hier raus. Sofort. Wie kann ich jetzt so eine Wand drehen? Mausrad. Mausrad drehen. Ach so, ja, danke schön. Der handgemachte Sound war auch okay. Da kommen wir mit hier. Klick mal auf den Kunststoffler hier einmal nur kurz eben. Da sind noch Wände drin, habe ich die jetzt übrig gelassen. Die kannst du mit verbauen, ne? Dankeschön. Nicht dafür. So, liebe Zuschauer, wir sind jetzt an dem Punkt, wo ich jetzt für eine Stunde weg bin und wenn ich wieder zur Base komme, steht da keine Ahnung. Atlantis oder sowas oder irgendwas Episches wird. Episch ist ja sowieso unser Wort, ne? Ja, auf jeden Fall. Episch. Episch, wisst ihr ja alle, Jugendwort, ne? Alles ist voll episch, nichts ist mehr cool, alles ist episch. Wo gehst du jetzt für eine Stunde hin? Tja, das bleibt mein Geheimnis, ne? Da ist er mysteriös. Der geht Pizza backen. Silly Philly gleich wieder voll Knorke. Ja, genau, ne? Voll den Knorke. Hatten wir auch schon. Und ich muss heute mal echt sagen, ich meine, kann ja sein, dass ihr alle gerade aufgestanden seid und so. Aber. Beim Karacho. Ja, beim Karacho sind 22 Leute, bei mir sind es 18 Leute. Das ist richtig heute richtig geil, muss ich mal sagen. Ja, ich meine, wahrscheinlich wegen dem Multistream, aber hätte ich auch nicht gedacht, dass die Begeisterung so hoch für das Spiel ist. Genauso wie Dufte. Dufte ist richtig anti-queert. Ich jetzt noch. Ich wollte erstmal mich in den Laden gehen. Habe ich jetzt eine Kiste schon gemacht? Ich wollte eine Kiste machen. Da. Ja, aufteilen. So. Jetzt mache ich auch eine Müllkiste. Oh. Das sagt auch keiner mehr. Leider, das ist definitiv ein Begriff, der durchaus viel zu wenig benutzt wird. Dufte ist geil. Aber Dufte ist nicht mehr cool genug. Ah. Dufte ist nicht mehr cool genug. Mit diesem Spruch beenden wir die Folge. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Tschüssi. Ciao.